Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 46 von Simotrans Kooperativ. Und ja, wir sind wieder drin, ne? Da zuckelt der Zug. Hier hatten wir noch irgendwie ein Problem mit einer Ausweiche, ne? Weil da drüben irgendwo einer wartet. Genau, aber der Michael hat geschrieben und dann gehen wir erstmal dahin. Karte wollte ich aufmachen, genau. Ingolstadt ist das Thema. Oh, ich krieg gleich einen auf den Sack, sehe ich schon wieder. Anzeige. Und das schicke Design natürlich rein. Ingolstadt. Da ist Ingolstadt. Wo geht die Karte zu? Da geht die Karte zu. Genau, hier haben wir das Problem des Staus. Der Michael meint, wenn wir dieses Gleis hier entfernen, dann sollte es laufen. Bin ich gespannt. Ich meine es auf jeden Fall, ne? Warte mal, 953, 14, 39, das hat er doch geschrieben, oder? Ja. Geht jetzt nicht, weil da ein Zug steht. Klar, war klar. Lupe, Fahrplan, zurück nach Ingolstadt. Fährt er? Ja. So, der andere fährt rein. Können wir zumachen. Und da steht schon der nächste. Alles klar, da müssen wir uns fürchterlich beeilen wahrscheinlich. Dass wir das hinkriegen, ohne dass da ein Zug drin steht, ne? Herrlich. Ja, komm schon, fahr schon. So, dass ich das entfernen kann. Wenn ich jetzt drücke, geht es glaube ich noch nicht. Jetzt fährt er da raus. Super. Funktioniert also auch nicht. Gut. Ja, jetzt wird's tricky, ne? Kann jetzt auch nicht weiterfahren. Fahrplan Ingolstadt Rathaus. So, jetzt fahren sie alle irgendwie dahin, will ich hoffen. Das brauche ich. Das muss bis dahin weg. Geht gerade nicht, ist klar, weil da noch ein Zug steht. Und jetzt haben wir uns hier eine endlose Schleife gebaut, glaube ich. Kann das sein? Nee, jetzt fährt da zum Glück einer weg. Aber der dritte fährt auch schon rein. Du glaubst es doch nicht. Oh. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Nein. Nein, will er nicht. Gut, dann steht der dritte da jetzt auch im Weg. Aber vielleicht schafft ja einer jetzt wegzufahren. So, der untere fährt schon. Der ist auch ein bisschen kürzer, sehe ich gerade. Da ist das unsere letzte Hoffnung. Aber der fährt bis zum Signal vor. Warte mal, wenn ich das Signal aber lösche, ne? Dann habe ich... Ah, ne, der hat grünes freie Fahrt gekriegt. Das ist schon mal gut. Dann kann ich das auf jeden Fall schon auswählen. So, der fährt auch rein. Das ist auch prima. Dann sollte es vielleicht sogar klappen, dass ich das Gleis jetzt entfernen kann. So, und... jetzt. Wunderbar. Jetzt kommt da das Signal hin. Und das andere wird entfernt. Passt. So, so mein Michael, sollte das jetzt funktionieren. Bin ich gespannt. Ich lasse mal gerade ein bisschen schneller laufen. Ne, ich glaube nicht. Beobachten wir nochmal. Kommt gerade keiner, ne? Ja, irgendwann zeigt er uns das schon an. So, der Michael will hoch in den Norden dann. Ich glaube, ich mache es immer falsch rum, oder? Hoch in den Norden wäre hier. Da ist Kiel. Sieht auch prima aus. Was will der Michael denn oben machen? Die Linie Kiel, Lübeck,
Schwerin, Rostock. Hier den Bahnhof Sechsfelder verlängern, schreibt er erstmal. 2 im Norden, 2 im Süden. Das heißt, wir müssen das Gleis verlängern. Haben wir gemacht. Und den Bahnhof auch verlängern. Haben wir auch gemacht. Und einen Postkasten hin hat er geschrieben. Da steht aber ein Postkasten, oder habe ich mich vertan? Oh, gleich direkt, oh, da ist bei uns aber was anderes. Ich glaube, den haben wir schon da, den Postkasten. Als nächstes bekommt auch Lübeck einen Fünferbahnhof. Okay, und da sind wahrscheinlich die Häuser. Jetzt habe ich mich verlesen, weil YouTube es geschafft hat, die Übersicht der ganzen Geschichte zu nehmen. Früher konnte man sehr schön sehen, also, wer abseitsweise geschrieben hat, der hat das auch dankenswerterweise bekommen. Und jetzt macht YouTube so ein dickes, fettes Ding daraus. Zeile für Zeile hintereinander gepappt, kannst du kaum lesen, leider. Ich denke, der Michael hat das immer schön geschrieben, dass man da Absätze drin hatte. Das macht YouTube jetzt irgendwie nicht mehr. Auch super, ne? Lübeck bekommt einen Fünferbahnhof, steht hier. Er meint bestimmt einen Sechser, ist bestimmt ein Tippfehler, oder? Östlich das Gleis, Verbindungsgleis löschen. Das meint Michael wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich 2 nach da. Und auch 2 nach da. So. Das Signal steht da jetzt an der falschen Stelle wahrscheinlich. Ich glaube, ich nehme es mal ganz erstmal raus. Jetzt haben wir da kein Signal stehen. Vorher stand da ein Auswahlsignal wahrscheinlich, ne? Hat er da was zu geschrieben? Naja, da nicht. Okay, da können sie schon mal nicht reinfahren, ist klar. Lassen wir das erstmal so, oder? Mal gucken, was passiert. Und dann hat der Michael Schwerin geschrieben, glaube ich. Da müssen wir nach Schwerin. Und da soll es auch ein 6er Bahnhof werden, ne? Auch auf 6 verlängern. Ich denke mal, eins nach Osten, 3 nach Westen hat er geschrieben. Okay, dann passt's ja. Haben wir einen 6er Bahnhof. Gut. Die beiden Häuser südlich des Rathaus möchte der Michael jetzt auch anschließen. Das machen wir dann. Dafür brauchen wir was. Die Straße in Nord-Süd-Richtung um ein paar Felder verlängern. Habe ich jetzt gemacht. Und eine Bushaltestelle mit Postkasten nehmen wir dann, oder? Vier, 964 310. Habe ich. Wunderbar. Abgedeckt. Und jetzt hat der Michael noch irgendwo das Depot hingestellt. 967 307. Ist das hier? Ja, da hat er es hingemacht. Wunderbar. Also die Straße da 1 verlängert und das Depot da eingestellt. Gute Idee. Und dann ist die Lupe schon rausgesucht, müssen wir da eine Kutsche aufsetzen. Die und die. Und Fahrplan
Da, nach da. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ach so, er hat schon die ganze Stadt vorgebaut, sehe ich gerade. Na, dann machen wir das vielleicht besser erst. So, da muss ich genau gucken. 959, 312. 959. 312. Ach so, das passt irgendwas nicht so ganz, oder? 959, warte mal. Jetzt verrutsche ich hier gerade. So, da müssen wir noch eine Bergecke ändern, ne? Ah, 960, 307, ja, jetzt sehe ich sie auch. Das ist wegen dieser tollen Textgeschichte, ne? So, das haben wir da gemacht. Und 305 bis 12. So, hat er das gemacht. 300, 963, 307 bis 959, 307. 963, 307. Das hier. Bis wohin? Okay, so hat er es gemacht. Okay, jetzt weiß Schwerin, wo es hinwachsen soll, genau. Das können wir zumachen, denke ich. Das auch. Die Pferdekutsche braucht noch einen Fahrplan, den haben wir schon gesetzt. Das ist aber eine neue Linie. Und Stadtbus. Schwerin, SN war das, ne? Ich will's hoffen. Passt. Und starten. Kann zu. Und das ist die Kutsche. Gut. Gut. So, Rostock hat er noch. Das war der Abzweig, der hier nach Norden lang geht, ne? Es hat schon 6er Bahnhof, schreibt er, bei sich. Jetzt gucken wir, ob es bei uns auch so ist. Es ist bei uns auch so, ja. Da haben wir wahrscheinlich schon mit den 6er Bahnhöfen angefangen, ne? So, dann haben wir die Linie Hamburg-Lübeck, schreibt er. Und die wollen wir nach Kiel verlängern. Hamburg-Lübeck, das ist die Linie. Gehen wir mal gerade zu Saxonia hin, die ist da, wunderbar. So, die Linie müssen wir ändern. Das hat gut geklappt. Das ist sie. Hamburg nach Lübeck und von Lübeck soll die Fahrt dann nach Kiel gehen. So, dahin. Und von Kiel dann zurück nach Lübeck. Macht auch Sinn, ist klar. Und ich soll auf den Linksverkehr aufpassen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich mach's mal so, oder? Der kommt von da und der kommt von da. Passt vielleicht, oder? War das schon da, dass ich auf den Linksverkehr aufpassen soll? Ah, oh, diese vielen Zahlen, die da sind. So, das müsste jetzt passen, ne? So, jetzt ist Hamburg, Lübeck mit Kiel verbunden. So, und jetzt brauchen wir Kiel. Diese und die Linie ändern wir, indem wir Kiel da einfach rausnehmen. Kiel weg, Lübeck, nach Schwerin, nach Rostock, nach Schwerin, nach Lübeck. Und Lübeck da unten können wir dann auch löschen, hat er auch, glaube ich, geschrieben. Lübeck, Schwerin, Rostock, Schwerin, Lübeck, ja.
passt. So, dann haben wir das ein bisschen geändert hier und das ist, glaube ich, auch gut so. Jetzt müssen wir gerade nur noch mal gucken. Ah, den ersten Halt, den haben wir falsch gesetzt dann in Schwerin. Nein, in Lübeck. Dann setzen wir den Halt mal so. Löschen den ersten raus. Und sind jetzt passend, ne? Ich glaube ja. Okay, lasse weiterfahren. Und hier muss natürlich noch ein anderer Zug, glaube ich, drauf, ne, oder? Bei 845, 284 können wir das Land anheben. Hat der Michael geschrieben. Ist es das? 845, 200 das Land annehmen. Genau. bis vor dem Gleis bei... Ja. Feldweg möchte der Michael haben. Von... Wo war das? 200... 845, 286. So wahrscheinlich, bis vors Gleis. Dann verbinden wir noch da, denke ich mal. Und das andere löschen wir weg. Bei ihm ist es wahrscheinlich kürzer gewesen oder so. Da, dieses meint er. Okay, das dann auch noch weg. So, dann haben wir da einen schönen Platz, der da wieder fahren kann. Und ich glaube, wir können schon eine Bushaltestelle setzen, ne? Die ist da, das heißt, diese müsste da sein, was ja auch Sinn macht, oder? Hier ist ja Straße, da braucht kein Bus halten in dem Sinne. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Hat der Michael das auch geschrieben? 845, 281, hoffentlich ist das passend. Ha, Glück gehabt. Es ist passend. Und er hatte hier noch eine Bushaltestelle hingesetzt und die Lücke ist geschlossen. Ja, die Lücke wäre geschlossen, aber ich denke, wir machen es mal so, geben da vor, dass wir da mal lang fahren wollen. Dann würde hier nachher vielleicht nur zwei Häuser sein, die wir vielleicht aber auch anders erschließen können dann. Also ich würde so machen. So. Nur eine Idee, kannst du ja was schreiben dazu, Michael, wenn es nicht so richtig sein sollte. Aber können wir so lassen, meine ich. So, was haben wir noch? Den HLer Stadtbus dann noch um eine Linie erweitern, genau, haben wir hier. Wo ist er? Da ist er. Linie ändern. Lübeck-Rathaus nach Lübeck dahin. Dann würde ich zurückfahren. Dann würde ich dahin fahren. Dann wieder zum Rathaus. Das macht Sinn so. Gut. Ist abgeschlossen. Gut. Und dann... müssen wir noch eine Lokomotive austauschen, die Saxonia. Auf die beiden Linien, die hier sind. Das Depot ist da. So, die Lok. Und 9-1 war das, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und zwar auf dem Hamburger Lübecker Kieler Weg. Na. Ah, das müssen wir vielleicht noch umbenennen auch. Starten wir auf jeden Fall schon mal. Hätte ich vielleicht kopieren können. Habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passt. Einen davon.
Und der kommt auf den Kiel auch starten. So, das müssen wir mal noch hier ändern. Kiel kommt da weg. Das müsste so passend sein. Die rufen wir auf. Details muss ausgemustert werden. Können wir zumachen. Und der zweite war dort. Und da muss KI hinter. Und die kommt auch ausgemustert. Gut. Machen wir den zu und lassen den offen. Und bei dem hätten wir das genauso machen sollen, ne? Ja. Gut, dann sehen wir, wann sie nachher weg sind. Ich hoffe, da haben wir uns jetzt nicht irgendwas gebaut, dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen. So, damit haben wir die Linien gemacht. So, dann gibt es noch eine Operation in Hamm, hat der Michael geschrieben. Karte, Hamm, Hamm ist hier irgendwo. Gut, den Bahnhof auf 6 Felder verlängern. Ja, bis dahin soll er gehen. Warum sind da so viele Signale? Gute Frage, ne? So, 1, 2, 3, 4. Dann müsste das so sein. Dieses Stück muss weg. Und da müssen überall Bahnsteige hin, die sind da. Passt, oder? So, da sind noch ein paar Signale, die können wir jetzt mal wegnehmen. Damit gehen die weg. Jetzt muss ich da mal reinzoomen. Das sind stinknormale Signale, ne? Genau. Davor auch eins. Interessant. Ja, damit die nur so rumfahren, oder wie sehe ich das? Haben wir uns irgendwann mal was mitgedacht. Okay, die beiden sind entladen und weg. Das ist schon mal prima. Und die Kutsche, weiß ich gar nicht mehr, wo die war. Schwerin, okay. Fährt jetzt auch dahin, wo ein Haus steht. Naja, lass gerade noch offen. Ja, das war's dann erstmal hier sozusagen. Ja, ich denke, wir machen das hier nochmal so hin. Damit die dann auch passender reinfahren. Wäre hier eigentlich auch sicher, aber ist jetzt vielleicht besser. Ich weiß nicht, warum wir das damals gemacht haben. Machte bestimmt Sinn. Gut, dann haben wir das. Ja, die wird da irgendwo in... Sag schon. Ja, die fährt da hin und her, ist klar. Gut. Kurze Übersicht noch gewähren. So sieht's aus. Aachen. Aschaffenburg etc. Wartende vielleicht auch und dann aufsteigend. Da sind natürlich reichlich Leute, die da stehen. Wo wollen die alle hin? Ja, bunt gemischt, ne? Eigentlich hatten wir doch noch auf der Linie Züge, die Schwierigkeiten hatten. Das war dieser hier, ne? Ah, da ist noch eine. Mit Plusfahren und so war das ein Problem hier, ne? Naja, bin ich gespannt, ob wir das noch reinkriegen dann. Hier fährt natürlich eine überholte Lok auch drin, ne? Müssen wir dann gucken. Das war die Haltestellenliste. Hier haben wir unsere Fahrzeugliste. Machen wir auch mal gerade.
So sieht es mit Gewinn aus. Da oben recht positiv. Und da geht es dann mit Minus los. Die Pferde ist klar. Die Postreiter ist aber nicht schlimm. Und dann haben wir da unten noch Kutschen, die können wir auch verkraften. Aber hier unten sind dann Züge, wo wir uns überlegen müssen, ob das alles so gut ist. Warum ist der jetzt auch? Habe ich aus Versehen drauf geklickt, wa? Das ist nämlich hier einer von den Hamburgern. Und hier haben wir Kaiserslautern, Speyer, Mannheim. Der fährt auch nicht so tolle Zahlen ein, ne? Okay, da ist es auf der westlichen Rheinschiene natürlich etwas schwieriger. Da muss ich erst noch was etablieren, glaube, ne? Chemnitz, Jena, Erfurt. Wird schon werden, denke ich mal. Gut, da haben wir den Blick gehabt. Städte, Einwohner. Ist Hamm das Größte, ist auch klar. Kurz einmal geguckt. Ja, da könnte man da oben schon wieder was bauen, ne? Bushaltestelle Dortmund. Ach, guck mal, da wird jetzt hier ganz oben das erste Häuschen. Der wollte im Grünen wohnen, der Typ. Und hier wohnt auch einer am Rand. Aber geht alles, ne? Ah, hier wäre es ganz wichtig, in Essen mal was zu machen. Gut, das sieht nur alles prima aus, sonst glaube ich. Es ist, wenn immer ein Haus oder sowas, was nebenan gebaut ist. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.